Marshall erwartet Sie im Glückslabor. Gleich da hinten. Das Glückslabor. Erstmal den Kontrollpunkt. Hi. Glück und Wahrscheinlichkeit. Da sind sie ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man immer eine 6 würfelt? Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jesse. Trench sagte, ich soll Sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Ich würde sagen, das machen wir noch. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen. Finde Darlings HRV-Labor. Mal gucken, ob ich im Laufe des Spiels wieder übermächtig werde. Fähigkeiten und Punkte angeht. Dualabteilung. Dann setz jetzt mal den Schmetterer. Rotflinte. Die schon gut da. Aufschalten! Tut mir leid, ich konnte ihr Leben nicht retten. Der Heiler ist down! Der Heiler ist down! Ups. Muss es gewesen sein. Nein, da kommen noch welche. Ne, das war's. Was?
Louis. Das ist der Typ, der Darling nicht mehr, der Darling nicht mehr mehr Bougie zugewiesen hat. Enttäuscht. Den nächsten Erfolg habe ich gleich auch schon wieder. Der mit 100.000 noch irgendwas. Jetzt aber. Weiter zu Darlings HRV-Labor. Da lang zum Labor? Okay. Dir gefallen diese HRV wohl? Klingt, als hätte Darling sie und das meiste hier gebaut. Ach was. Wenn Marshall uns nicht mit Dylan helfen kann, Fischerknoten, ist er die nächstbeste Geschäftsleitung. Sofern er nicht tot ist oder vom Zischen erwischt wurde. Ich denke, Darling nicht. Federal Bureau of Control. Ich muss das Bild, was ihr da seht, nachmachen. Nein, nein, na. So. Ein Strich links. Dicker Strich links. Zwei dicke Striche oben. Jetzt noch das Viereck nach unten. Was habe ich denn gekriegt? Das Labor. Du hast mich hergeführt. Weißt du, wie man das in Gang bringt? Ja, hier musst du lang. Hier, hier. Aber da war auch noch was. Dokumente! Schwarzsteinprismen. Sind einzigartige Schwarzsteininformationen, die sich in Form und Stärke unterscheiden, während die Dichte von Schwarzstein paranatürliche Kräfte eindämmt, hält die einzigartige Struktur von Prismenfrequenzen im Bereich von bis mit perfekter Harmonisierung. Dieser Bericht analysiert die Ergebnisse eines Versuchs, bei dem ein durch ein harmonisiertes Prisma auf ein fokussiert wurde. Die Methoden, mit denen nicht physische Felder auf geprägt und diese mit den Eigenschaften der harmonisierten Resonanzverstärker in Prisma versehen werden können, werden erforscht und erklärt. Bin gespannt, wann wir ihn persönlich treffen. Hallo nochmal, Direktorin. Wir haben ein neues Problem. Wir müssen die HRV-Maschine in Gang bringen. Ich habe schon mal Zündkerzen ausgetauscht. Aber das sieht etwas komplizierter aus. Darling muss ein System gehabt haben. Er hält nichts von Zufall. Die Lochkarten, die Symbole, die Terminals. Wie hängen sie zusammen? Ich sehe, was ich tun kann.
Okay. Es gibt anscheinend noch vier andere. Eins, zwei. Fünf. Wir müssen also alle Lochkarten finden. Exakt, Marshall. Fünf, drei, zwei, eins, zwei, drei. Wo ist vier? Vier. Das auf zwei, das auf drei. Natürlich wieder die vier da oben noch. Und dann wieder runter. Da kann man tun. Da kann man tun. Can't believe it! Das Prisma ist zerbrochen. Darlings Prototypen sind problematisch. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Darling hat noch ein Labor in der Schwarzsteinverarbeitung in der Wartung. Dort müssen die Prismen sein. Ich war bereits in der Wartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Nichts hier ist einfach. Ich muss sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Faden? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Faden. Ich sage es nur ungern, aber sie hat recht. Ah, immer muss die Frage hinten anstehen. Einzige, die helfen kann. Gut, ich besorge erstmal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Sicherheitsstufe 4. In der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Mit nur einem einzigen großen HLV. Jetzt ist er da. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse, virale, invasive Resonanzen. Und dafür sind die Hadron-Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hadron bietet,
und unser Überleben zu wahren.